Die E-Rechnungspflicht gilt ab 2025. Das heißt, ab dem 1. Januar 2025 wird Schritt für Schritt die E-Rechnung eingeführt. Eine E-Rechnung ist nicht einfach nur ein elektronisches Format wie ein PDF, sondern ein genau vorgeschriebenes Rechnungsformat. Das heißt, in Zukunft wird uns nicht nur vorgeschrieben, was wir auf eine Rechnung draufschreiben, sondern auch, welches Dateiformat das Ganze haben soll. Ich habe zu dem ganzen Thema schon mal ein ausführliches Video aufgenommen, das verlinke ich dir einmal oben rechts. Hier nur einmal ganz schnell die wichtigsten Informationen. Diese E-Rechnungspflicht gilt für B2B-Umsätze. Das heißt, wenn ein Unternehmen einem anderen Unternehmen eine Rechnung schreibt, muss das in Zukunft in einem E-Rechnungsformat geschehen. Und diese Verpflichtung wird Schritt für Schritt eingeführt. Ab dem 1. Januar 2025 gilt erstmal die Verpflichtung, solche E-Rechnungen empfangen zu können. Das bedeutet, die gesetzliche Verpflichtung sagt erstmal, ab nächstem Jahr brauchst du eine E-Mail-Adresse, mit der du solche Rechnungen empfangen kannst. Aber es kann ja dann durchaus sein, dass du solche Rechnungen auch empfängst und dann musst du die auch verarbeiten können. Und so einfach sind sie ehrlicherweise nicht zu lesen, weil das eine Rechnungsformat ist eine XML-Datei, also eine X-Rechnung, und die kann man einfach mit bloßem Auge nicht so einfach lesen. Und deswegen solltest du dich auch heute schon mit dem Thema beschäftigen. Verpflichtet, solche Rechnungen zu schreiben, bist du erst ab dem Jahr 2027 oder sogar 28, wenn du bestimmte Umsatzgrenzen nicht überschreitest. Soweit die wichtigsten Informationen erstmal zur E-Rechnungspflicht. In diesem Zusammenhang habe ich schon unfassbar viele Kommentare und Fragen bekommen, und eine der häufigsten Sorgen ist es, dass wir jetzt alle gezwungen werden, ein Buchhaltungsprogramm zu verwenden. Meine persönliche Meinung ist, dass Rechnungs- und Buchhaltungsprogramme immer eine sinnvolle Investition sind. Erstens, weil dadurch ganz häufig erst die GOBD sichergestellt sind. Das sind sozusagen die Spielregeln, wie wir in Deutschland Buchhaltung machen müssen. Auch dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, die verlinke ich dir einmal oben rechts. Und Excel oder Word sind per se erstmal nicht GOBD-konform. Das heißt, da muss man wirklich wissen, was man macht. Aber ich habe vor einiger Zeit mal eine Umfrage gemacht im Community-Tab von diesem Kanal. Und da kam raus, dass die meisten von euch tatsächlich noch Word und Excel benutzen. Und für die reine Rechnungsstellung ist das grundsätzlich auch in Ordnung. Das heißt, stellt sich jetzt die Frage, müssen wir jetzt alle ein teures Tool kaufen? Da du den Titel von diesem Video schon gesehen hast, ist die Antwort relativ klar, nein, musst du nicht. Ich möchte dir jetzt einmal drei Möglichkeiten vorstellen, wie du ja schon heute und auch in Zukunft kostenlos E-Rechnung erstellen kannst. Und um dir diese Tools zu zeigen, nehme ich dich einmal mit auf meinen Bildschirm. Das erste Tool sieht vielleicht so ein bisschen wild aus, und zwar ist das PDF24. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und PDF24 ist ja ein Tool, mit dem man alles Mögliche mit PDFs machen kann. PDFs zusammenfügen und schwärzen und generell bearbeiten und umkonvertieren und so weiter. Das heißt, du kannst alles Mögliche mit PDFs machen. Du kannst dieses Tool im Browser bedienen, also unter pdf24.org, oder aber du kannst es runterladen und dann auf deinem Rechner, also lokal bei dir, damit arbeiten. Und wenn wir hier einmal schauen, dann sehen wir alle möglichen Anwendungsbeispiele, was wir so mit pdf24 machen können. Und wenn wir hier einmal auf alle Tools klicken, finden wir eine ganz spannende Funktion hier unter Weitere. Und zwar sehen wir hier die Funktion Rechnung erstellen. Und wenn wir darauf einmal klicken, sehen wir schon die Auswahl, dass ich eine PDF-Rechnung erstellen kann. Eine PDF-Rechnung gilt in Zukunft nicht als E-Rechnung. Natürlich ist es ein digitales Format, es ist aber nicht das gesetzlich vorgeschriebene elektronische Format. Und wir sehen elektronische Rechnung erstellen. Und wir sehen hier schon, wenn wir mit der Maus drüber gehen, ich kann hier jetzt tatsächlich eine X-Rechnung oder eine Zugpferd-Rechnung erstellen. Und ich kann darauf klicken und dann sehe ich ein Interface, das gewinnt ehrlicherweise jetzt keinen Designpreis, aber es ist sehr fokussiert auf die Funktion. Auf der linken Seite sehen wir auch die Struktur, also wir sehen, was wir hier alles machen können. Wir können einmal Informationen über den Rechnungssteller, also über dich angeben, über den Rechnungsempfänger, also deinen Kunden, die Rechnungsdaten, die Zahlungsdetails, die Positionen, die Steuern, die Gesamtsumme und am Ende die Rechnung erstellen. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Rechnungssteller, Anschrift, Kontakt, dann alles Mögliche über den Rechnungsempfänger. Dann kannst du hier reinschreiben, worüber du eigentlich deine Rechnung ausstellst, also wofür schreibst du eigentlich deine Rechnung, deine Zahlungsdetails, die Positionen der Rechnung, die Gesamtsumme, also Rechnungsbetrag, und dann können wir noch Dateien anhängen, wie zum Beispiel deine Zeiterfassung, Projektbeschreibung, Reisekostennachweis und so weiter.
Du kannst jeden einzelnen Bereich auch abspeichern und dann wieder hochladen. Das heißt, du kannst zum Beispiel, wenn du deine Informationen hier einmal eingetragen hast, das Ganze auch runterladen, also bei dir abspeichern und das nächste Mal, wenn du eine Rechnung schreibst, das Ganze wieder hochladen. Da sparst du so ein bisschen Zeit, damit du nicht jedes Mal neu nachschauen musst, wie denn deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist. Du kannst das Ganze aber auch mit ganzen Rechnungen machen. Also du kannst hier unten auch Rechnungen exportieren, hast du deine Vorlage und nächstes Mal, wenn du eine Rechnung schreibst, dann importierst du das Ganze einfach wieder und musst nur noch die Positionen, die sich jetzt geändert haben, beispielsweise Rechnungsempfänger oder die Dienstleistung und das Produkt, was du abrechnest, an den gleichen Kunden, kannst du dann hier relativ zügig einfach ändern. Und hier unten kannst du dann auswählen, welches Format du wählst, also Zugpferd oder X-Rechnung. Das sind die beiden Rechnungsformate, die du in Zukunft verwenden darfst. Meine Empfehlung ist eigentlich immer die Zugpferdrechnung, weil die Zugpferdrechnung kann man auch mit bloßem Auge noch lesen. Die X-Rechnung ist wirklich eine reine XML-Datei. Da wird es relativ schwierig für deinen Kunden auch das Ganze zu lesen, wenn der keine Software hat. Und da du ja zügig bezahlt werden möchtest, solltest du es deinem Kunden auch so einfach wie möglich machen und deswegen empfehle ich dir einfach eine Zugpferdrechnung zu erstellen. Das heißt, du wählst Zugpferdrechnung und dann klickst du hier drauf und schon lädt sich die Zugpferddatei herunter und du kannst sie ganz normal per E-Mail verschicken. Das bedeutet, das ist wirklich die günstigste und effizienteste Art und Weise, elektronische Rechnung zu erstellen. Du musst dich nicht registrieren, du hast kein Abo, du hast gar nichts eigentlich. Für die Leute, die jetzt sagen, das Ganze würde ich aber gerne auch nicht in der Cloud haben, gar kein Problem, du kannst das ganze Tool ja einfach runterladen. Ich habe persönlich da jetzt nicht so die großen Probleme, meine Rechnung in der Cloud zu schreiben. Ich weiß aber, das ist durchaus ein Thema. Dann lade dir einfach die Desktop-App von PDF24 runter und dann hast du genau die gleichen Funktionen in genau der gleichen Ansicht einfach bei dir auf dem Rechner und dann kannst du damit einfach in Zukunft deine Rechnungen schreiben. Das ist das erste Tool und das finde ich persönlich eine fantastische Lösung für die Leute, die so ab und zu mal Rechnungen schreiben. Das heißt, nebenberufliche Selbstständigkeit, man schreibt so 5-6 Rechnungen im Jahr, da lohnt sich das zugegebenermaßen nicht, jetzt irgendein Buchhaltungsprogramm zu kaufen, einfach weil es meistens das nicht wert ist. Wenn dein Unternehmen jetzt aber ein bisschen größer ist, dann wirst du ja wissen, dass die reine Rechnungsstellung ja nicht die einzige Aufgabe ist, die du hast, sondern eine Rechnung ist ja eingebettet. Eingebettet, weil davor zum Beispiel noch ein Angebot kommt. Eingebettet deswegen, weil du, nachdem du eine Rechnung geschrieben hast, ja auch irgendwie schauen musst, ist die denn eigentlich schon beglichen? Und das sind ja alles irgendwie Arbeitsschritte, die im weitesten Sinne zum Thema Rechnungsstellung dazugehören. Oder irgendwann wird das Ganze Buchhaltung. Das heißt, irgendwie gehört das zum Thema Buchhaltung. Und natürlich gibt es Tools, die die E-Rechnung anbieten in einem etwas größeren Kontext, also mit mehr Funktionen. Und da kommen wir zu meiner zweiten Empfehlung. Und meine zweite Empfehlung ist Wieso mein Büro? Wieso mein Büro hat ein Rechnungstool. Wieso ist sowieso eine Marke, die schon sehr etabliert sind. Ich persönlich nutze zum Beispiel auch Wieso Steuer für meine Steuererklärung, also Einkommensteuererklärung, Umsatzsteuererklärung und Gewerbesteuererklärung kann man mit Wieso Steuer erledigen. Und generell das ganze Unternehmen Wieso ist durchaus renommiert, um es mal so zu sagen. Das heißt, da kann man vertrauen, dass die Daten sicher sind, dass das Ganze rechtskonform ist, also dass alle steuerlichen Gesetze eingehalten werden. Und das Rechnungsmodul von Wieso mein Büro kann man auch separat buchen. Und es ist nicht nur so, dass du die Rechnungsfunktion separat buchen kannst. Wenn du wirklich nur E-Rechnungen schreiben möchtest, dann ist das Ganze auch kostenlos. Und zwar schauen wir uns das Ganze einmal an, bis zur Preisübersicht, Preise für Wieso mein Büro Rechnungen. Da sehen wir, das kleinste Paket ist komplett kostenlos und damit kann ich E-Rechnung erstellen und E-Rechnung auslesen. Und damit habe ich dann auch das Problem gelöst, dass ich unter Umständen X-Rechnungen erhalte, die ich gar nicht lesen kann. Dieses Problem kann ich mit Wieso mein Büro mit dem Rechnungsmodul lösen und zwar ohne dafür Geld bezahlen zu müssen. Und wenn wir uns eingeloggt haben, sieht das Ganze so aus. Das heißt, hier haben wir auf dem ersten Blick erstmal eine Übersicht darüber, was haben wir in Rechnung gestellt, wie viele dabei Rechnungen sind noch offen und so weiter. Und hier rechts oben sehen wir den Button Rechnungen erstellen. Und da klicken wir einmal drauf und wir merken, das Ganze sieht schon ein bisschen hübscher aus, ehrlicherweise, als PDF 24. Hier können wir Kunden anlegen, dann wählen wir hier Kunden aus, dann kann ich Rechnungsnummer, Kundennummer, Rechnungsdatum, all die ganzen Sachen, die man auf eine Rechnung so schreiben muss und können dann hier unten einfach reinschreiben, wofür schreiben wir denn diese Rechnung? Zum Beispiel ein Seminar zum Thema E-Rechnung. Das kostet bei mir pro Tag
Tagesseminar, 1500 Euro. Und dann wird die Steuer hier berechnet. Ich könnte jetzt hier den Steuersatz auch noch ändern. Wenn es denn ein anderer wäre, kann ich hier noch meine Zahlungsbedingungen reinschreiben. Ich kann hier auch Buchungskonten schon reinschreiben. Da kommen wir so ein bisschen in den Bereich, dass eine Rechnung natürlich auch immer Bestandteil einer Buchhaltung ist. Und deswegen ist natürlich das Umsatzkonto unter Umständen schon sehr wichtig. Und hier habe ich die Möglichkeiten, die Umsatzkonten auszuwählen, damit das Ganze dann später zum Beispiel an den Steuerberater übergeben werden kann. Aber wir schauen uns jetzt einfach mal nur die kostenlose Funktion an. Und hier auf der rechten Seite sehe ich einmal die Vorschau meiner Rechnung und wenn ich alles eingetragen habe, was ich gesetzlich eintragen muss und auch alles, was ich eintragen möchte, dann kann ich das Ganze hier einfach herunterladen, auch als E-Rechnung. Und dann kann ich die ganz normal per E-Mail verschicken. Wieso mein Büro sieht meiner Meinung nach deutlich hübscher aus als PDF 24, aber es ist jetzt natürlich ein Tool, was eingebettet ist in mehr Funktionen. Das heißt, wenn meine Selbstständigkeit schon ein kleines bisschen größer ist, wenn ich auch ehrlicherweise mehr Funktionen haben möchte oder davon ausgehe, dass ich in naher Zukunft wachse mit meiner Selbstständigkeit, dann brauche ich vielleicht diese zusätzlichen Funktionen. Und dann kann ich dieses Paket, was ich da gebucht habe, einfach upgraden. Aber ich kann auch einfach dauerhaft die kostenlose Version benutzen, damit meine E-Rechnung erstellen und lesen. Gar kein Problem. Und damit kommen wir zu meiner dritten Empfehlung, und zwar Accountable. Du musst als Selbstständiger ja nicht nur deine Rechnungen schreiben und deine Rechnungen empfangen und deine Rechnungen zahlen und die Fristen überwachen und so den ganzen Kram machen, sondern du hast ja noch eine ganze Reihe an zusätzlichen weiteren Steuerverpflichtungen. Du musst zum Beispiel eine Einnahmeüberschussrechnung machen oder du musst die Einkommensteuererklärung machen, du musst unter Umständen eine Umsatzsteuererklärung machen, vielleicht auch eine Gewerbesteuererklärung. Das heißt, eine Rechnung gehört ja, ich würde mal sagen, in das Gesamtpaket von Steuererklärungen, Buchhaltung und so weiter. Und dafür gibt es wahnsinnig viele Tools und bei den allermeisten Tools ist es so, dass du mehrere brauchst. Also du hast dann irgendwie ein Tool für Rechnungsstellung, für die laufende Buchhaltung, für deinen Jahresabschluss, also deine Einnahmenüberschussrechnung und dann nochmal für die betrieblichen Steuererklärungen und privaten Steuererklärungen. Da gibt es spannende Kombinationen, also wieso mein Büro und wieso Steuer beispielsweise. Das in Kombination wäre für dich als Selbstständiger durchaus eine Möglichkeit und auch meiner Meinung nach durchaus empfehlenswert. Es gibt aber ein Tool, was es echt gut hinbekommt, das Ganze in einer Lösung, also eine App für alles, von Rechnungsstellung, vom Banking bis hin zur Steuererklärung, alles in einem Tool echt übersichtlich hinzubekommen. Und das ist Accountable. Und auch Accountable hat vor kurzem eine Ankündigung gemacht und diese Ankündigung sehen wir schon auf der Pricing-Seite. Und zwar sieht man hier, es gibt ein kostenloses Paket. Und in diesem kostenlosen Paket sind E-Rechnungen enthalten. Das heißt, auch mit Accountable kannst du starten und einfach kostenlos E-Rechnungen schreiben. Das heißt, wenn du dich gerade selbstständig machst, noch nicht weißt, wie viele Umsätze reinkommen und sagst, jetzt muss ich irgendwie E-Rechnungen schreiben, aber in der Zukunft muss ich ja den ganzen anderen Kram auch noch machen. Hier Steuererklärungen und so weiter. Dann schau dir mal Accountable an und wir schauen uns Accountable auch mal zusammen an. Das Interface sieht so aus. Das heißt, ich habe hier die Fristen, ich kann hier meine Statistiken sehen und so weiter. Wir schauen uns jetzt erstmal einfach nur die Rechnungsfunktion an. Und dafür gehen wir einmal auf Einnahmen und dann sehen wir hier schon, es gibt einige E-Rechnungsfunktionen. Wir können hier einfach auf Rechnungen erstellen klicken. Wir sehen, das Ganze ist ja intuitiver und lässt sich auch relativ leicht anpassen. Hier sehe ich zum Beispiel die Farbe, die könnte ich jetzt anpassen irgendwie an die Kanalfarbe. Ich sage aber einfach, das Ganze gefällt mir dezent eigentlich lieber. Jetzt kann ich hier mein Logo einfügen, ich kann hier meinen Kunden einfach reinschreiben. Ich kann natürlich meine eigene Anschrift und meine eigene Adresse und so weiter eintragen. Einfach indem ich hier direkt draufklicke und einfach die Informationen ergänze. Ich kann meine Bankinformationen ergänzen und ich kann hier unten dann natürlich die Rechnungsposition ergänzen und die Anmerkung und Hinweise. Immer indem ich einfach draufklicke und es einfach direkt bearbeite. Ich finde die Art und Weise, Rechnung zu stellen, sehr, sehr intuitiv. Und wenn du dann fertig bist mit deiner Rechnungsstellung, gehst du einfach auf Weiter und hast hier direkt die Möglichkeit, die E-Rechnung herunterzuladen und zu verschicken. Auch hier bei Accountable ist das Ganze kostenlos. Kommen wir also zu meinem Fazit. Das sind jetzt drei Beispiele. Ich gehe stark davon aus, dass ganz viele Softwarelösungen diese E-Rechnungsfunktionalität entweder kostenlos anbieten oder aber in den schon bestehenden Paketen anbieten. Zum Beispiel LexwareOffice oder Safdesk haben beide schon angekündigt, dass die E-Rechnungsfunktion
einfach in den normalen Paketen ohne Aufpreis verfügbar sind. Und ich gehe auch ehrlicherweise davon aus, dass das der Wahrheit entspricht, einfach weil sie sonst Kunden verlieren. Es gibt heute schon genug Anbieter, mit denen man einfach kostenlos seine E-Rechnung schreiben kann. Und deswegen gibt es da als Softwareunternehmen gar nicht mehr so wahnsinnig viel Spielraum, jetzt noch irgendwie da große Aufpreise zu verlangen. Das heißt, die Sorge, dass wir jetzt alle in kostenpflichtige Softwarelösungen reingedrückt werden, die ist vollkommen unbegründet. Im Notfall, wenn du glücklich bist mit Word und Excel, dann machst du das Ganze in Zukunft einfach mit PDF 24. Das läuft auf deinem Computer, das läuft ohne Anmeldung, ohne Cloud. Und dann hast du ehrlicherweise jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu tun in der ganzen Umstellung deiner Buchhaltung. Wenn du zu dem ganzen Thema E-Rechnung noch Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du jetzt eins der Lösungen ausprobieren möchtest oder du suchst noch ein etwas professionelleres Buchhaltungsprogramm, wenn deine Selbstständigkeit noch ein bisschen größer ist oder du brauchst ein Bankkonto oder einen Steuerberater, der dann die ganze Buchhaltung und die Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter für dich erledigt, dann schau einmal unten in meiner Videobeschreibung vorbei, da habe ich dir alle meine Empfehlungen verlinkt. Ich verlinke sie dir gerne aber auch noch einmal hier so. Und jetzt könntest du so zur Abwechslung einfach ein weiteres Video auf diesem Kanal anschauen. Wir haben hunderte Videos zu den Themen Steuern, Buchhaltung und Finanzen für Selbstständige hochgeladen. Zum Beispiel das hier oder das hier. Und schau mal kurz, ob du den Kanal abonniert hast. Lohnt sich auf jeden Fall, dann bleibst du auf dem Laufenden, was E-Rechnung betrifft.